Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei dnews 24 TV. Ich bin Uwe Matthias Müller und heiße Sie sehr herzlich willkommen. Stefanie Robben und ich, wir schauen in einer neuen Ausgabe von Robben und Müller unsere Woche auf die letzten Tage und wagen einen Ausblick auf die nächste Zeit. Bevor wir Stefanie Robben zu uns holen, virtuell, machen wir nochmal eine ganz kurze Pause und dann geht's richtig los. Herzlich willkommen bei dnews 24 zu einer neuen Ausgabe von Robben und Müller. Und natürlich mit großem Interesse frage ich Sie voller Erwartung, wie es Ihnen geht. Danke, Herr Müller. Mir geht es gut. Wir, in Anführungsstrichen, wir haben den ersten Monat Gymnasium hinter uns. Und ich sage mit Absicht wir, nicht Pluralis Majestatis, weil ich neuerdings im Plural von mir spreche, sondern weil ich glaube, dass wenn ein Kind auf die weiterführende Schule kommt, dann ist das aufregend für das Kind, weil natürlich die Schule 10-mal so groß ist und ganz viele Eindrücke auf das Kind einprasseln. Aber ganz ehrlich, Herr Müller, auch für Mamas ist das ziemlich aufregend und ich finde, wir haben diesen ersten Monat richtig gut gemeistert. Gibt es da noch sowas wie eine Probezeit, wenn man die Schule wechselt? Sie erwischen mich, ohne es zu wissen, immer auf dem falschen Fuß. Gestern Abend habe ich im Auto gesessen und wir hatten eine Freundin dabei. Und mein Mann erzählte aus seiner Schulhistorie. Ich muss dazu sagen, mein Mann ist A1 einmal hängen geblieben und A2 hat er sich mit 14 mit seinem Lateinlehrer angelegt und musste daraufhin auf ein Internat wechseln. Dann kamen wir darauf, was meine Schwägerin für eine Schulhistorie hat. Und meine Schwägerin ist 2-mal hängen geblieben. Ist aber übrigens später Lehrerin geworden. Und dann meinte die Freundin auch etwas dazu sagen müssen. Juli hatte mittlerweile solche Elefantenohren. Und dann sagte die Freundin, bis zum achten Schuljahr war ich gut. Aber dann hat es nicht mehr gereicht, dann bin ich auch hängen geblieben. Dann habe ich mich vorne auf dem Beifahrersitz aufgebäumt und habe gesagt, ich möchte hier mal sagen, dass ich die Einzige im Auto bin, die nie hängen geblieben ist und dass ich auch immer eine gute Schülerin war. Und dann meinte Juli, oh, wie langweilig. Ja, Frau Robben, Streber sind nicht so beliebt. Ja, aber ich war nie Streber. Nie. Oder? Mhm. Mit wem hätten Sie denn in dieser Woche gerne zu Abend gegessen? Diese Woche hätte ich gerne einmal mit Königin Maxima der Niederlanden zu Abend gegessen. Schönes Käsebrett. Käse aus Holland. Gute Qualität. Nein, ja, Käse kann auch sein, ja, durchaus, Tulpen auch. Alle Klischees, die wir jetzt sonst noch so, ein bisschen haschisch oder so? Nein, keine Ahnung. Nein, warum hätte ich gerne mit Königin Maxima zu Abend gegessen? Mir ist diese ganze Königinnen- und Königgeschichte ein bisschen suspekt in der heutigen Zeit. Von früher kann ich ja nicht reden, da war ich ja nicht dabei. Aber wenn ich mal so die Boulevardpresse, Einschub, natürlich nur beim Friseur, Einschubende, lese, dann finde ich das alles ein bisschen suspekt, was da heute noch so abgeht. Und ich habe aber für mich den Eindruck, dass die Maxima von Holland bzw. der Niederlande eine recht geerdete Frau ist, auch mit ihrem Mann einen ganz guten Job macht. Ich muss dazu sagen, ich bin auch Holland-affin. Ich bin in Ostfriesland groß geworden, was ja sehr nah an Holland liegt. Und ich hatte immer den Eindruck, dass die Menschen aus Holland, die ich kennengelernt habe, sehr entspannte Menschen sind, sehr aufgeschlossene Menschen sind, sehr gastfreundliche Menschen sind. Und ich hätte darum wirklich Interesse, mal so ein bisschen hinter die Kulissen von dem niederländischen Königshaus zu schauen. Na, vielleicht klappt das ja mal. Ich drücke die Daumen. Wen hätten Sie denn letzte Woche so gar nicht gerne gesprochen oder gebraucht oder am liebsten ignoriert? Herr Müller, ich kann das gar nicht auf eine Person festmachen, aber was mich ungemein berührt hat in der letzten Woche, ist diese ganze Flüchtlingsgeschichte, dieser Brand, dieses Unmaß an Leid und
Ich persönlich habe auch für mich überhaupt gar keine Lösung, was wir da tun können, wie wir da auch politisch richtig agieren, welche Dinge wir da jetzt zu tun haben, auch europäisch, um da zur, auf der einen Seite unterstützend tätig zu sein, aber auf der anderen Seite uns nicht wieder in diesem Land in eine solche Situation zu bringen, in der wir selber gar nicht wissen, was wir wirklich tun können, um Menschen zu integrieren. Aber das, ich finde diese Bilder übermannen ein. Das ist, finde ich, ganz, ganz schrecklich. Wofür haben Sie sich geschämt? Ich glaube, ich habe mich in dieser Woche gar nicht geschämt. Ist das schlimm? Das kommt ja vielleicht noch, aber dann reden wir nächste Woche darüber. Und worüber haben Sie sich ganz besonders gefreut? Das ist jetzt ein bisschen pathetisch, wenn ich das sage, aber irgendwann wollte ich das mal sagen. Ich freue mich tatsächlich, Herr Müller, dass ich jeden Abend ein Bett habe, in dem ich liegen kann. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich sage auch wirklich ganz oft, wenn ich Juli gute Nacht sage, Juli, weißt du, ist ja nicht selbstverständlich, ne? Heizung läuft, Wasser ist warm, Bäuchlein ist voll, wir sind satt und wir haben ein Heierbett. Ganz, ganz viele Menschen haben das nicht. Und in der Tat freue ich mich dann am nächsten Morgen wieder aufzuwachen, weil es ist ja auch ein bisschen theatralisch, aber ich meine es eher humorvoll, liebevoll, wertschätzend, dankbar, demütig. Ich freue mich, wenn ich morgens aufwache. Manchmal zwickt und zwackt der Rücken, manchmal zwickt und zwackt der Kopf oder die Gelenke knirschen. Aber dann denke ich, ey, alles klar, ich bin noch da, auch in diesem Tag. Und da freue ich mich wirklich jeden Tag drüber. Klingt doch schön und nachvollziehbar. Dann überraschen Sie uns doch noch mit einem Film, einer DVD oder einer anderen Kulturempfehlung. Ja, ich habe eine DVD mitgebracht, die mich sehr berührt hat. Der Sänger ist leider schon verstorben, ganz tragisch vor ein paar Jahren. Ich glaube, es ist schon viele, viele Jahre, ich kann das Datum gar nicht mehr genau festmachen, an einer Gehirnblutung gestorben. Besonders tragisch, weil im gleichen Alter war so schon sein Vater an einer Gehirnblutung gestorben. Und ich rede von Roger Cicero, den ich immer sehr, sehr gerne gehört habe, der, ich finde, immer eine sehr besondere Art hatte, Musik zu machen und auch ein sehr charismatischer Entertainer war. Und auf der CD, die ich vorstelle, singt er Lieder von Frank Sinatra. Und ich glaube, auch das war jemand sehr, sehr Besonderes. Ich habe vor vielen Jahren einmal in Frankfurt eine Veranstaltung gesehen, da wurden Frank Sinatra, Dean Martin und noch jemand anders wurden quasi nachgesungen und ich fand es eine ganz besondere Musik, ein ganz besonderes Erlebnis und darum würde ich gerne so einen Schritt zurückgehen in die Musikhistorie und diese CD vorstellen. Na, da habe ich eine große Freude für Sie. Wir haben ein Stück von Cicero ausgesucht und das spielen wir. Vorher sagen wir aber noch Tschüss und auf Wiedersehen und bis zur nächsten Woche, liebe Frau Orben. Ich freue mich, Herr Müller. Vielen herzlichen Dank. Gerne und viel Spaß beim Zuhören. Dankeschön, Dito. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. The more, much more than this, I did it my way. And yes, there were times
I'm sure you knew. Well, I bit off more than I could chew. I've had my fill, my share of losing. But now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. But what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Yes, this was my way.